lass mal zum Ende kommen. Guck mal, der Mann, der hat einfach so einen genießenden Ausdruck gerade. Wir hören mal kurz das Ende an. Falls ihr aufgrund dessen immer mal ja, unnötige Blicke oder unnötige Kommentare bekommt, dass, ich weiß, es ist einfach gesagt, ja, aber einfach drauf. Das, worauf es im Leben wirklich ankommt, ja, mit deiner Dance Dance Revolution Skills. Spaß beiseite, meine Freunde. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Thema haltet. Würdet ihr so eine Operation machen, wenn ihr keine Rolex spielen würde? Vergesst doch nicht mehr, Holy reinzunutzen und seinen geilen Sommergeschmack mitzunehmen. Stay fucking angry. Lasst mir auch gerne ein Like damit, Freunde. Lasst mir auch gerne ein Abo dafür, dass ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich für fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss! Aua, Talia. Ja, ach Mensch, ach Mensch. Ich freue mich auf die Palme. So, wir gucken jetzt also diesen Trailer. Pioneers of Pagonia, In-Game-Review-Trailer. Das ist von Wolfgang. Lass mich mal los, du kleine Maus. Ich finde, dass Wusel quasi der eigentlich beim neuen Siedler von Ubisoft damals mitgewirkt hatte und alle waren sehr hoffnungsfroh, dass das neue Siedler einfach wieder ein geiles Siedler wird wie damals. Ja, ich sag mal, Siedler 2 wurde es aber nicht. Volker Wertig ist auch entweder gegangen oder gegangen worden wegen der Produktion. Und Siedler hat plötzlich einen sehr anderen Pfad genommen, als es ursprünglich angepriesen wurde. Und dafür gibt es aber Grenzfall-Skins, die wir nicht vergessen wollen. Das neue Siedler kam nicht so gut an, weil es einfach nur irgendwie ein, es wirkt ein bisschen wie ein relativ unspannendes RTS im Grunde genommen, ja, und aber gar nicht wie ein neues Siedler. Also so überhaupt nicht. Das ist halt der neue Weg, den man bei Ubisoft mit dem neuen Siedler gehen wollte. Das ist aber nicht der Weg, den Volker Wertig gehen wollte. Und deswegen hat Volker Wertig gesagt, okay, dann mache ich jetzt mein eigenes neues Siedler, was aber nicht mehr so heißen darf, aus Copyright-Gründen. Und deswegen macht er jetzt Pioneers auf Pagonia. Und da gab es heute, glaube ich, oder gestern, ich weiß gar nicht genau, kam der In-Game-Review-Trailer raus. Und den schauen wir uns an. Unten links steht schon Pre-Alpha-Footage, also ist alles noch nicht... Ne, ist alles noch mit Bedacht zu sehen, aber wir sehen jetzt erstmal ganz kurz, was uns da eigentlich mal erwarten wird. Und schon jetzt sieht es wuselig aus. So, ich mach mal so. Ein Spiel von Volker Wertig. Oh, das Wertig-Spiel. Die Riese von Pagonia. Ja, so wuselig. So schön, so frisch. Was hat denn rum? Aha, Förster gibt es auch wieder. Wie man sieht, der Wald wird auch geforstet. Da gibt es noch Holzfäller. Die Holzfäller, Sägewerke, Entschuldigung. Wo bin ich mir mal gedanken? Ein Mecker ist auch wieder dabei. Und so schöne viele Details. Da werden, glaube ich, die Steine gemalt, bin ich ganz sicher. Da wurde was gebaut. Das war ein Lagerhaus. Vorsicht, die haut sich durch den Kopf da an. Da kommt doch noch was, Mann. Ich dachte, es wäre schon. Sind das die Gegenspieler? Währenddessen bei Ubisoft. Oh, warte mal. Also, wir haben keine Gegenspieler, also